So, liebe Freunde von Bier von hier, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, mal auch Biere zu besorgen, die ihr noch nicht kennt. Dann haben wir also diese Spende hier bekommen vom Braufaktum. So sieht's aus, eine Craft-Bier-Brauerei. Jetzt muss man sagen, Craft-Bier-Brauerei. Die Definition habt ihr schon mal gehört? Wenn nicht, habt ihr unseren Kanal nicht abonniert. Ne? Also Craft-Bier-Brauerei, die auch handwerklich herstellen. Diese hier ist von der Rademerger Gruppe. Und da schauen wir mal, was wir in diesem Kasten so drin haben. Ich muss ehrlich zugestehen, diese Biere habe ich auch noch nicht probiert. Na, was haben wir denn hier Schönes? Das ist das Hanor, ein hopfenbetontes Pale Ale, also ein helles Ale nach englischer Brauart. Hat 5,2% Alkohol und was steht noch drauf? Rum. Pale Ale, elegante Variante des britischen Bieres. Okay. Ja, mit, dem Bier, spannend mit dem Hopfen Polaris, dann wollen wir ihn mal testen. Polaris ist eine Hopfensorte, die mehr so Richtung Eukalyptus geht. Okay. Testen wir mal an, was haben wir denn da Schönes. Farbe ist doch ganz okay. Machen wir ein bisschen nach vorne, dann sieht man nicht viel. Eukalyptus, okay. Riecht wie ein klassisches Pale Ale, also auch ein bisschen säuerlich, ein bisschen erfrischend. An. Ja, ist ein typisches Pale Ale, ist aber nicht so bitter, wie der Name vielleicht versprechen sollte. Da steht ja Hopfen betont drauf, da steht nicht Hopfen dominant drauf. Ja, ist ganz angenehm, kann man eigentlich ganz gut trinken. Also da gibt es dann auch noch von der Wortwahl dann Unterschiede und die weisen darauf hin, wie es schmecken könnte, wenn du sagst dominant und betont? Nein, meistens nicht. Also kann man nichts draus lesen. Nee, hier steht zumindest drauf, dass es Hopfen betont ist. Pilz ist Hopfen dominant, Kölsch ist Hopfen betont, so könnte man das beschreiben. Aber so zwei klassische Vertreter der deutschen Hellenbiere. So, was haben wir denn sonst noch? Wir haben hier Braufaktum Robusta. Ich lese mal vor, was da hinten drauf steht. Ist eine Nummer stärker, 6,8% Alkohol. Da ist Weizen mit drin. Gut, drehen wir rum, da steht auf der Vorderseite drauf. Unsere neue Interpretation des altenglischen Bierstils mit besonderen Aromahopfen und spezieller Kalthopfung. So, probieren wir das mal. Kalthopfung? Das willst du auch noch wissen, was Kalthopfung ist. Na klar. Ist, ne? Ich kann dir jetzt schon mal verraten, wenn wir unser Brauerseminar machen, dann haben wir keine Kalthopfung. Wir machen das nach klassischem Stil. Kalthopfen heißt nichts anderes, außer dass nach dem heißen Vorgang der Hopfen nachher im Lagertank dazugesetzt wird. Aha, okay. Aber da gehen wir dann beim Brauprozess nochmal genauer drauf ein. Mhm. Nur dann ist der Begriff schon mal gekommen, macht das also nicht in dem Heißprozess, sondern nachher beim Lagern. Ist ein India Pale Ale. Das müsste dementsprechend auch ein wenig bitterer riechen. Oh, geht aber noch. Also vom Geruch her ist es nicht, wie ich es vermutet habe, also nicht ganz so bitter. Geschmackt sich macht sich aber der Hopfen durchaus bemerkbar. Also es ist ein ganzes Stück bitterer als das, was wir vorher hatten. Hopfen betont, das könnte man wieder als hopfendominant bezeichnen. Okay. Gut, steht aber auch drauf. Als India Pale Ale muss man immer damit rechnen, das wird bitter sein. So, dann schauen wir noch, was haben wir noch in der Kiste. Genau. Das letzte dann rein. Das wird mein Favorit werden. Das ist ein Growl Ale. The Growl, wie sich hier nennt. Ist auch, was haben wir denn? Pale Ale Malz mit drin, Karamellmalz, wird also ein bisschen süßlicher sein. Klassische Hopfensorten. So, was steht denn hier drauf? Um 1900 ein beliebtes Ale der britischen Pubs, mehr als Belohnung nach getaner Arbeit. Erfrischendes Bier mit nussbrauner Farbe. Schauen wir mal. Also muss ich mich gerade korrigieren, sorry, ist kein Weizenmalz drin, sondern Wiener Malz, Entschuldigung. Wiener Malz? Ja. Okay. Ist ein anderer Malztyp, aber gut. Wie viele Malztypen gibt es denn ungefähr? Ungefähr 50 Stück. Okay. Sind jetzt steigend. So, schauen wir mal, was das Brown Ale so verspricht. Ist auch ein bisschen cremiger der Schaum, wie ich finde. Und brauner das Ganze, ne? Dunklere Farbe. Gut, dann schauen wir mal. Riecht auch schon wieder malzbetonter, also auch ein ganzes Stück süßlicher. Mal Prost, ne? Ja,
Lass sie schmecken. Was ist eigentlich mit mir hier? Ich verdurste mal wieder. Oh, das muss dringend ändern. Was hättest du denn gerne? Alles. Also zum Brown Ale, muss ich sagen, ist ein sehr angenehmes Bier, sehr mild im Geschmack, auch ein angenehmer Geruch, angenehmes Aroma, auch ein angenehmer Abgang. Die Pale Ales waren nie mein Fall und die Indian Pale Ales sind mir eh schon viel zu bitter. Aber trotz allem muss ich sagen, gelungene Mischung, mal probieren und uns einfach mal posten, wie euch die Biere geschmeckt haben. Genau. Falls ihr also noch Biere habt, die wir noch nicht probiert haben, schickt sie uns zu, kommt vorbei oder wir kommen bei euch vorbei und dann probieren wir die gemeinsam. Genau. So, würde ich sagen, Daumen hoch, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.